Ja, Liverpool gegen Manchester City. So ist korrekt. Thanks a lot. An 2 zu 2. Also alles offen hier noch in diesem Duell. Okay. Schau ich dann. Ja, also die letzten beiden Teams hier im Viertelfinale. Beide kommen aus England. Auch beide haben schon einen Titel. Oh. Oh. Boah, schön. Oh, schade. Also wenn der Goalie da nicht dran gewesen wäre, noch mit den Fingerspitzen, dann wäre er drinnen gewesen. Ja, und jetzt die nächste Chance. City. Nein. Oh. Oh. Ja, beide wollen es, das sieht man. Greifen anderen an. Ja. Nein. Stark. Liverpool führt. Xabi Alonso sieht, dass er frei ist, heute schon etwas vom Tor entfernt. Tor Nummer 16. Ronaldo. Goal for Liverpool. Number 18, Cristiano Ronaldo. Ronaldo mittlerweile das 10. Schon die Tor. Zum Sterling wieder. Und Yes. Totti. Beide
beide wollen, das sieht man hier in dieser ersten halben Stunde. Es ist auch wirklich sehr schnell hier einen Favoriten. Ja, es kann viel passieren. Unfassbar gutes. So toll. Auf 20. Und schon Schluss 2:2. Jetzt der Stand. Verlängerung. Ja, also mit dem Beispiel absolut schweiß mir ist. Schwer zu sagen. Ich glaube, nee, egal wer weiterkommt, die haben auf jeden Fall sehr gute Chance. Oh. Warum bleibt Totti stehen? Boah. Hoppala. Nein. Nein! Millimeter haben gefehlt, ja. Ja, eins hat es jetzt auch in dieser Halbzeitpause angenommen. Long wird Liverpool nach einer sehr erfolgreichen Zeit verlassen. Hat ein Angebot bekommen von einem Team, der nicht hängen lassen will. Wurde viel hin und her geschrieben. Long ist natürlich immer in Liverpool dann wieder zu Hause gerne gesehen. Aber momentan geht seine Reise woanders hin. Aber wo? Das wird er erst nach der EM erfahren. Genau. Ansonsten wird noch derzeit, wie es aussieht, zwei Liverpool-Spieler den Verein verlassen. Bei einem ist es auch schon gut fix. Beim zweiten weiß man es noch nicht. Flo, hast du Antwort in den Transfers? Boah. No. Gott sei Dank. Oh.
Hoppala. Wow. Wow, Ronaldo. Number 2, Shane Long. To be replaced by number 10, Harry Kane. Kane! Goal for Liverpool. Number 10. Und wieder ein dummer Fehler. Hinten stimmt's, Flo. Also derzeit heißt es keine Verlängerung in Liverpool. Oh. 20 Minuten noch. Oh, stark gespielt. Nein, es ist auf jeden Fall ein sehr ehrwürdiges. Oh, schließlich ist er beim Bild. Oh. Carabao. Also, es ist auf jeden Fall den Namen Halbfinale. Wert? Oh ja, sehr würdig. Stark. Oh. Oder? Waffeln. Mach mal an. Ah, Dreifachwechsel. Was nein. Oh, schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, zu spät leider, aber auch wegen Fitness. Lampert auf Becker. Und da macht ein Ball das sehr, sehr stark. Wie würdest du sagen, Legender-Style? Zwölf Minuten, sagt die Runde. Alter. Schön. Calvert-Lewin, schießt er vielleicht hier Manchester weiter? Minuten noch. Jetzt brauchen sie aber zwei Tore noch, oder? Mhm. Alter.
Aber? Alter. Es sieht sehr gut aus. 2 Minuten gibt's noch, aber ich denke, das wird nicht viel ändern. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Match von beiden. Ja. Man muss auch sagen, Man City hat sich hier gut zurückgekämpft von einem 2:0. Stimmt. Gratulation an City. War ein sehr starkes Turnier, also war ein sehr starkes Match. Also. Ja. Kann man sagen, verdient weiter. Wenn man das dann so verdient ausgeschieden hat, kann man nichts machen. Da hier, bei solchen Top-Matches kann man eigentlich keinem Team einen Vorwurf machen. Also wirklich, kann einzig, was man sagen kann, klar, es waren ein, zwei Chancen dabei, die man hätte machen können müssen. Aber genauso auch bei City, also von daher im Groben und Ganzen geht das so in Ordnung und City hat die Möglichkeit auf das Duell. Beziehungsweise. Ja, Liverpool ist sonst immer weit gekommen eigentlich. Ja, aber schon das 6. Mal Endstation im Viertelfinale.